Am Megafon. Solidarität mit Griechenland. Solidarität mit Griechenland. Ihr seid toll. Solidarität mit Griechenland. Danke als Publikum. Wir Polizei mit Ammelmann. Solidarität mit Griechenland. Können Sie uns mal ein Megafon leihen? Solidarität mit Griechenland. Dass Tausende von Menschen entlassen werden, wir finden es schlimm, dass Selbstständige ihre Läden schließen müssen. Aber das denken wir finden aber es schlimm, dass durch die Regierung Merkel in Athen die Gebäude brennen und dass auch der Euro nur Schaden anrichtet und eventuell Wird und das Europa ist praktisch ein Flop. Vielleicht kommt jemand heraus und spricht mit uns und wir würden auch eine Petition übergeben, dass wir uns solidarisch erklären mit dem griechischen Volk und deswegen sind wir heute hier. Wir wollen friedlich demonstrieren. Vielleicht kommt jemand zu uns. Danke. Solidarität mit Griechenland! Solidarität mit Griechenland! Solidarität mit dem griechischen Volk! Ich verlese jetzt einen Brief, den wir geschrieben haben als Aktivistinnen und Aktivisten von Berlin, von Deutschland, von der Schweiz und von Österreich. Den haben wir heute Nacht verfasst, einige von uns. Ich verlese den jetzt. Genau, wir setzen unsere Brille auf. So viel Zeit muss sein. Ja, logisch. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Brüder und Schwestern in Griechenland, weltweit werden Menschen gedemütigt und geraten in einen fremdverschuldeten Teufelskreis aus Armut und Umschuldung. Überschuldung. Wir sehen, was derzeit weltweit passiert. Und im Namen von zahlreichen politisch aktiven Menschen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sagen wir euch, was momentan in Griechenland geschieht, allen voran die Verarmung, Ausplünderung der griechischen Bevölkerung, geschieht nicht in unserem Namen. Nein. Derzeit befindet sich euer Land im Zentrum der Ausplünderung. Und auch wenn sich unsere Regierungen auf die Seite der Banken und Spekulanten geschlagen haben, seid euch sicher, wir solidarisieren uns mit euch. Menschen sind füreinander da, nicht gegeneinander. Jawohl. Diesem einfachen Grundprinzip des menschlichen Miteinanders versuchen die politisch und ökonomisch Mächtigen derzeit entgegenzuwirken. Sie versuchen uns gegeneinander auszuspielen und propagieren ein System der Konkurrenz,
des ständigen Gegeneinanders und des unbegrenzten Wachstums. Diese globale Finanzkrise wird von den Regierungen der Welt ausgenutzt, um unmenschliche Kürzungen in den sozialen Systemen und auf dem Arbeitsmarkt durchzusetzen und um damit die Interessen der Finanzoligarchie sowie von Groß- und Rüstungskonzernen zu schützen und zu fördern. Gegen diese scheinbar unaufhaltsamen Auswüchse einer zunehmend imperialistischen, antidemokratischen und neoliberalen Politik müssen wir gemeinsam Widerstand leisten. Die unsozialen Bestrebungen der europäischen Regierungen in der Euro- und Finanzkrise entsprechen in keiner Weise den Grundvoraussetzungen eines solidarischen Zusammenlebens auf der Welt. Wir distanzieren uns von der Art und Weise, wie unter der Federführung der Vertreter von EU-Institutionen die Interessen von Banken und Wirtschaftseliten durchgesetzt werden und die soziale Fürsorge minimiert wird. Zu all diesen fundamentalen, zukunftsrelevanten Entscheidungen gab es weder Wahlen noch ein Referendum. Die Regierungen sind daher zu solchen Maßnahmen nicht legitimiert. Jawohl. Jawohl. Bravo. Die drastischen Kürzungen im Sozialbereich, die zu menschenunwürdigen Arbeits- und Lebensbedingungen führen, gehen auf Kosten derjenigen, die diese Krise weder verursacht haben, noch für das Scheitern eines ganzen Finanzsystems verantwortlich gemacht werden können. Jawohl. Ihnen gilt unsere volle Solidarität. Die Gier nach Macht und deren Beschränkung auf einige wenige Menschen bringt soziale Ungerechtigkeit und Ungleichheit mit sich. Die daraus resultierende Gewalt führt nur zu Spaltung zwischen den Menschen. Wir lassen uns nicht spalten. Ich spreche das kurz zu Ende. Wir fühlen uns Griechenland genauso verbunden wie unseren Mitmenschen aus anderen Ländern, die zunehmend der Willkür selbsternannter und temporär gewählter Eliten ausgeliefert sind. Wir überwinden die Grenzen derjenigen, die sich anmaßen, uns Europäer und Menschen der gesamten Welt gegeneinander auszuspielen. Mit Menschlichkeit und offenem Herzen, denn Europa ist mehr als nur ein Wirtschaftsraum. Es ist unser aller Lebens- und Handlungsraum. Lasst uns zusammen diesen Raum zurückerobern, vereint in gemeinsamen Widerstand gegen diejenigen, die uns unsere Lebensgrundlagen streitig machen wollen. Ein Widerstand, den ihr in Griechenland schon lange lebt. Ein Widerstand, dem wir uns anschließen. Solidarische Grüße von uns. Global Change, Occupy, echte Demokratie, jetzt Aktivisten, Sympathisanten und Menschen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir umarmen euch und schicken euch unsere Kraft, Liebe und Durchhaltevermögen. Ja. Komm, dann gehen wir hier mal auf die Straße. Komm, auf die andere Straße. Ja, komm, zersplitter, mach eine Splittergruppe rüber. Komm, Bernd, komm, eine Splittergruppe rüber. Doch ganz was, wir sind doch alle ganz lieb. Was hier jetzt wieder Angst haben. Ja, wollen wir halt Eis kriegen. Oh, jetzt wird es cool. Jetzt wird es cool. Yeah. Oh.
Haha.